Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 4. Im letzten Part haben wir Nanako gerettet. Sie liegt jetzt im Krankenhaus. Hoffentlich steht sie auch wieder auf. Und was steht heute an? Es steht nicht mehr so viel an, weil wir halt voll viele Social Links fertig haben. Yukiko ist noch da. Ja, warte, Naoto! Wir haben doch jetzt genug Mut, oder? Oh, Yusan, danke, dass du mich gerettet hast. Tut mir leid, aber ich brauche Zeit, um etwas nachzudenken. Naoto grübelt über etwas nach. Was? Ich hatte nicht den Mut? Wie, ich hatte nicht den Mut? Ich hätte mir zwei Bücher über Mut durchgelesen. Oder weißt du was? Ja, mit Kanji. Ja. Weil wenn mich hier, glaube ich, richtig antworten, bekomme ich, glaube ich, einen Social Link. Ich wollte nur dieses Rundschreiben abliefern. Die Tankstelle ist der Mittelpunkt des Shoppingviertels. Immer wenn ich herkomme, ölen sie meine Fahrradkette umsonst. Deshalb ist mein Fahrrad momentan so gut im Schuss. Also Quellen, ich liebe große Bäder, aber verstehe mich nicht falsch. Schön, dass du so fragst und so aus. Und hier versteht mich sonst eh niemand. Also gut, ein Bart unter Männern. Wir haben nichts zu verbergen. Du unternimmst aber was mit Kanji. Die heiße Quellen. Du bist der Kanji hier. Ja, Mann, das ist der Hammer. Wahnsinn, ich liebe das Leben. Ich sollte vielleicht ab und zu mal im Laden aushelfen, damit meine Ma hier entspannen kann. Du entspannst dich mit Kanji bei den heißen Quellen. Ich hätte richtig. Die Haltung über die Zukunft. Über Erinnerung war nicht gut. Die Zukunft. Ich hoffe, ich schaffe es ins zweite Jahr. Moment. Das meinst du nicht, oder? Naja. Du bist nicht wie Kanji über die Zukunft zu reden. Du spürst eine Veränderung wie Kanji. Achso, nee, okay, man bekommt aber Media. Na ja, gut. Brauchen wir jetzt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, aber. Du läufst mal bis zum Abend mit Kanji zusammen und gehst dann nach Hause. Dann Kanji haben wir jetzt aber auch nicht mehr in der Gruppe, also. Naja, egal. Haben wir es wenigstens. Und Gruppenmitglieder austauschen kann man auch nicht. Das finde ich echt schade. Ich hätte mir jetzt auch ein Buch über Ding Mut kaufen können. Habe ich jetzt auch wieder vergessen. Aber war das Hauptshopping-Programm? Oder war das der Mist? Die Bärenklaue. Nee, es war ja alles ausverkauft. Adlerauge. Kaufen halt Adlerauge-Kombo, was auch immer das ist. Na guck mal hier, das Verständnis können wir noch fertig lesen. Du beschließt knapp bei Kasse weiterzulesen. Dass die Geschichte entwickelt zum Mitgefühl. Du hast knapp bei Kasse fertig gelesen. Gütig. Kann man hier auch irgendwo seine Social-Werte sehen? Status. Ja. Mut, wagemutig. Braucht man da echt noch mehr Mut? Packend, weise, ausgeprägt. Klingt ja alles super. Eis hier. Denkt nichts dabei. Du bist es, was willst du? Ich hab grad eh nichts anderes zu tun. Du bringst den Tag mit Ei beim Shoppen. Ich wüsste, dass unsere Beziehung bald enger wird. Du hörst jemand an der Haustür. Die Teleshop-Bestellung ist da. Das ist die Adlerauge-Kombo, die du in der TV-Train gekauft hast.
Hatten wir bisher auch noch nicht so, ne? Dass sie das selber aufgemacht haben. Erhöht stark Ausweichrate gegen körperliche Angriffe. Ey. So. Schon ein bisschen langweilig, wenn wir alles schon gemacht haben, weil wir voll viele Social Links schon fertig haben, da ist ja nämlich niemand mehr. Ja, Yukon wird schon richtig kalt langsam. Ich bin mit dem Training fertig und wir wollten noch ein bisschen spazieren, aber wenn du willst, können wir abhängen. Ist ja langweilig, vielleicht freut es sich, wenn du mit dir redest. Ja, so gefällt mir das. Ja, das Kulturfest, wenn ich daran denke, überkommt mich immer noch das kalte Grausen. Ein Bikini-Wettbewerb, echt jetzt? Meine Güte, dieser Teddy. Was sollte das eigentlich, uns mit einem Idol konkurrieren zu lassen? Wie war noch gleich dein Motto? Sie umgibt das süße Duft der Großstadt. Du warst das Gesprächsthema bei allen Mädchen. Du sollst viele neue heimliche Bewunderinnen haben. Jay lächelt verschmitzt. Aber diesen Crossdressing-Wettbewerb fanden alle total aufregend. Ich habe schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber es hat sich voll gelohnt. Du hast nicht mit Chie geplaudert, du spürst, dass deine Beziehung zu Chie stärker geworden ist. Wenn ich mit dir rede, vergeht die Zeit echt im Flug. Ach ja, ich habe etwas für dich. Ich weiß nicht, ob du es gebrauchen kannst, aber schaden kannst du ja auch nicht, glaube ich. Tja, wollen wir da mal? Ich glaube, Naoto hätte bei dem Crossdressing-Wettbewerb auch gewinnen können. Sie ist ja schließlich ein Mädchen und kleidet sich ja männlich. Ist ja auch Crossdressing. Guten Tag. Ach, du hast heute noch nichts vor, oder? Hängen wir ab? Später entscheiden. Stehe. Ich will mir erstmal Bücher kaufen. Teddy hier. Käfer zu fangen. Du bist es, was willst du? Boah. Ich hab grad nichts anderes zu tun. Schulfächer, der Yasugami, hi. Ai sagt, sie kommt gleich zurück. Oh, hi, Kyo. Yo. Hey, yo, was geht? Unsere Klasse hatte heute eine Präsentation, darum waren wir im Auditorium. Ach ja, ihr seid beide im Basketballteam, stimmt's? Ey, ist nicht Ai Ebihara eure Leiterin? Echt jetzt? Krass, jetzt bin ich neidisch. Echt jetzt? Die kommt sowieso nie zum Training. Ach, die ist doch eben immer bloß auf der Pfirsch. Nicht Pfirsich. Ja, die soll ein ziemlicher Wanderpokal sein. Die hat garantiert einen Sugar Daddy oder zwei. Ja, die hat einen Haufen Kohle. Wie sie wohl bezahlt wird. Schieß los! Uns kannst du vertrauen. Glaubst du, hier draußen ist in der Provinz ist billiger? Keine Ahnung, Mann. Das ist immerhin eine erstklassige Tusse und bei der Figur. Echt diese Teile hier.
Die Unterhaltung wird immer vulgärer. Ich unterbreche sie mal, komm. Die Unterhaltung verstummt abrupt. Kyo hat sich ebenfalls nicht wohl dabei gefühlt. Lass den Scheiß, Leute. Ihr wisst doch nicht. Ihr wisst doch nicht mal, ob das überhaupt was, ob da überhaupt was dran ist. Ist ja schon gut. Ach Mist, ich komme zu spät zum Treffen. Sorry. Tut mir leid, you. Du und Eisern, ihr steht euch ziemlich nahe, richtig? Aber die Jungs sind normalerweise nicht so. Und ist ihnen nicht übel, ja? Ich höre es richtig toll. See ya. Bis dann. Die waren ja nicht gerade leise. Nicht, dass so ein Gerede mir wirklich was ausmachen würde. Damit rechne ich ja schon. Die kennen mich nicht mal. Mir noch egal, was sie denken. Alles bestens, aber danke. Ei wird vor Freude rot. Du verstehst Ei jetzt noch besser. Der Social Link Ei Ibihara hat Stufe 4 erreicht. Ich gehe dann mal nach Hause. Und du gehst mit mir zusammen. Goodbye. Du bringst Ei bis vor die Tür und gehst dann nach Hause. Oh, was für ein Glücksfall, dass ich dir um diese Zeit hier begegne. Ich habe im Laden geholfen und bin gerade fertig geworden. Super, unternehmen wir was zusammen. Risei freut sich. Neulich habe ich mir aus Versehen den Ärmel an der Uniform zerrissen. Habe ich geflucht, aber Kanchi hat es mir am Handumdrehen genäht. Hinterher sah es besser aus als vorher. Ich wusste ja, dass er gut ist, aber das war echt unglaublich. Eigentlich ist er viel besser als ich mit dem ganzen Mädchenkram. Du hast recht. Ich werde mich von ihm nicht übertrumpfen lassen. Ich werde üben. Wo soll ich anfangen? Ob Teddy wohl irgendwo Risse in seinem Kostüm hat? Risa ist Feuer und Flamme. Aber ist dir aufgefallen, dass Kanji sich mir gegenüber recht kühl verhält? Ich habe mich für seine Hilfe bedankt und da meinte er nur Schnauze. Und meinst du, er schämt sich dafür? Das ist das eine. Oder er mag dich nicht. Das nennt man übrigens ja geplaudert. Oh. So spät schon, ich sollte gehen. Ich wünsche, ich könnte dich ganz für mich haben. Hey, das ist für dich. Wieso ist das ein ernster Keks? Ich will dir damit bloß eine Freude machen. Na dann, gute Nacht. Okay. Ja, der Kanji war ja schon immer so abweisen gegenüber Risei. Wenn wir Geschichte studieren, vergessen wir manchmal, dass Geschichte lebendig ist und heute noch geschieht. Die Welt Vichy ist eine Pflanze in der Wüste in Nami. Einzelne Exemplare sind möglicherweise mehr als 2000 Jahre alt. Sie muss sehr zäh sein, um 2000 Jahre lang in einer unwirtlichen Wüste zu überleben. Wirklich überraschend ist, dass ihre zwei Hauptblätter dabei ständig weiterwachsen. Ihr überwältigender Lebenswille fasziniert mich. Oh, hast du zugehört, Yukon? Welche Wüste will man die Welt mit? Das war der Nami. Du weißt, die richtige Antwort gegeben zu haben. Sehr gut, das stimmt nicht. Du bist sicher stolz auf dich. Die Welt Vichy ist eine ungemein alte Pflanze, die in der Wüste Nami lebt. Ich frage mich, ob ihre Unsterblichkeit auf mich abfärben würde, wenn ich selbst eine hätte. Erzähl das aber nicht den anderen Lehrerinnen. Auf die Konkurrenz kann ich verzichten. Und da regnet es auch schon wieder. Dachi lässt sich auch nicht mehr blicken, aber gut, der ist wahrscheinlich im Krankenhaus jetzt gerade, also. Macht das, glaube ich, Sinn, dass wir. Warte, warum gehe ich ins Shoppingviertel?
Sind so viele Leute, dass der Nebel im Ort giftig ist. Echt lächerlich, oder? Ich bin an regnerischen und nebeligen Tagen immer total entspannt. Der Alltagslärm verschwindet dann. Geht das dir auch so? Nein. Ich wollte doch eigentlich hier hingehen. Okay, gut, dann steigern wir jetzt unseren Mut nochmal. Ich will doch irgendwann den Soul Sling Naoto freischalten. Und Kanji. Ich verstehe. Da steht dran, das schaltet man während der Story frei. Ich habe den bisher noch nicht freigeschaltet. Also, das heißt so viel, du musst nicht mit ihm. Also, du musst. Hä, wie? Nein. Achso. Du musst einfach nur abwarten, bis es kommt. Oder bis man halt. Bis er dich halt anspricht. Oder irgendwie sowas. Deswegen ist es halt dumm. Du beginnst 100 Geistergeschichten zu lesen. Eine Sammlung von 100 unerklärlichen Geschichten, die seit uralten Zeiten überliefert wurden. Doch während des Lesens kommt es dir vor, als hättest du einige davon schon einmal gehört. Du liest dein Buch, während der Regen gegen das Fenster prallt. Dein Mut hat sich stark erhöht. Einige Seiten von 100 Geistergeschichten sind noch übrig. Du beschließt sie dir für später aufzuheben. Ja, das muss man sich ja eigentlich auch merken. Wenn es regnet, dann kann man viel besser lesen. Aber natürlich viel entspannter ist, ne? Immer nicht der Mut, ne? Jo. Aber steht auch vor allem nicht mal dran, welche Stufe ich brauche. Stand nicht vorher was ganz anderes dran, ne? Von wegen, dass du die Stufe wagemutig brauchst? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Adachi-san ist wirklich nirgendwo mehr. Sonst ist hier wirklich kein einziges. Sonst ist hier wirklich kein Schwein. Yukiko wäre hier, Marie wäre hier. Ich habe was für das Gasthaus, ich muss tanken. Ich dachte, ich kann den Roller jetzt öfter dafür nutzen. Heute gibt es aber nichts zu tun. Wenn ich nicht regelmäßig fahre, dann verlerne ich es wieder. Wollen wir eine Runde fahren? Zwei heißen Quellen. Nur wir beide? Okay, ich war schon lange nicht mehr bei einer anderen heißen Quelle. Denk daran, dass wir in getrennten Bädern sein werden. Dann nimmst du aber für Yukiko. Die heiße Quellen. Du bist mit Yukiko hier. Du hast eine Stimme aus dem Damenbereich. Yukun? Oh, super, wir können uns unterhalten. Ich bin hier drüben ganz allein und habe mich schon einsam gefühlt. Wow, das fühlt sich hier so offen und frei an. Ist doch ganz gut, mal einen anderen Onsen auszuprobieren. Du entspannst dich mit Yukiko bei den heißen Quellen. Das wäre richtig heiß für eine tiefere Unterhaltung. Dann nehmen wir mal die Zukunft. Die Zukunft? Ach, ja, ist sicher wichtig. Ab und zu drüber nachzudenken, oder? Du beschließt mit Yukiko über die Zukunft zu reden. Du spürst eine Veränderung in Yukiko. Tapferer Tanz? Macht deine Gegner wütend. Du hast noch bis zum Abend mit Yukiko zusammen und gehst dann nach Hause. Weil ich benutze eigentlich sowieso immer die Heilung für alle, anstatt die Heilung für Einzelne, deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein guter Trade, oder? Naja, da kann man noch mal, da kommt da gerade die bessere Stufe nochmal, dann können wir die auch wieder ersetzen. Ja, wir können nach Hause kommen. Lese ich das Buch? Ja, dann lese ich das Buch. Das ist eine gute Idee.
Du beschließt, 100 Geistergeschichten weiterzulesen. Heute hast du schulfrei. Eisenträger, schicke Schuhe oder Kampfanzug. Boah, die Musik macht mich voll traurig. Halbwegs, wo hier ist Naruto, dann mach mal Naruto. Aber geht das überhaupt? Oder hast du dafür nicht genug Mut? Hallo. Hi Senpai, wie geht es dir heute? Zugegeben, so ein Roller ist praktisch. Jetzt verstehe ich auch, warum die Leute hier nicht auf ihre Autos verzichten wollen. Ich habe gerade das voll getan, was hältst du von einem Spritzer, falls du keine Lust hast? Ach, geht doch, zu einer heißen Welt, das klingt sehr entspannt. Wir würden aber... Ja, ich weiß. So unterschiedlich. Dann fahren wir los. Meine Schultern sind schon seit einer Weile verspannt. Du nimmst ja was mit dem Auto. Die heiße Quelle. Du bist mit dem Auto hier. Du hast eine Stimme aus dem Bart-Damen-Bereich. Senpai, bist du da? Es ist kaum zu glauben, doch ich bin hier ganz allein. Ich kann mich vollkommen entspannen. Zunächst war ich etwas skeptisch, doch ich bin froh, dein Angebot angenommen zu haben. Ich werd müde. Den Spaß im Auto bei den heißen Quellen. Die Zukunft, nun, ich bin da noch ein wenig unentschlossen. Schließlich Naruto über die Zukunft zu reden. Ich will seine Veränderung in Naruto. Boah, ist das Eis? Ja. Ja, die hat sogar Licht, ne? Schwere Windschaden brauchen wir jetzt nicht, das hat der Ding schon. Yusuke, du läufst noch bis zum Abend, bis Naruto zusammen und gehst nachher nach Hause. Weil Eis hat ja sonst niemand von uns außer Al-Teddy, aber den haben wir jetzt nicht mehr in der Gruppe. Schließ und dann geschehen weiter. Deine Sammlung von einer Art auf eine Seeds kommt dir sofort, hast du schon einmal davon gehört. Mut wird sich nur schneller erhöhen, wenn du im Krankenhaus jobbst. Im Krankenhaus! Ja, stimmt, wir können echt mal nach den Jobs suchen, ne? Was wir dafür Jobs machen können. Es wurden mehrere freie Jobs ausgeschrieben. Welche willst du lesen? Weitere Anzeigen. Krankenhaushausmeister. Verleiht dir etwas Mut. Also Fleiß erforderlich. Passt. Was? Fick dich! Was? Au. Oh, da stand dran, dass es ausreicht. Fahre mittwochs, donnerstags oder freitagsabends von der Bushaltestelle im Shoppingviertel zum Krankenhaus. Welche Bushaltestelle? Dienstags, Mittwochs oder was? Hier ist eine Bushaltestelle.
hier wahrscheinlich, oder? Ja, das ist die Bushaltestelle. Du hast gerade keinen Grund, den Bus zu nehmen. Verstehe. Mein Roller ist so cool. Zuerst dachte ich, dass ich nur in der Stadt herumfahre. Deshalb hatte ich nie viel Benzin im Tank. Aber es macht so viel Spaß, dass ich einfach volltanken musste. Hey, möchtest du irgendwo mit mir fahren? Wieder zur heißen Quelle. Immer dahin. Als ein Tagesausflug zu der heißen Quelle klingt super. Hin und wieder braucht man einfach einen Tag zum Entspannen. Und wenn nicht viele Leute dort sind, könnten wir uns sogar über die Mauer hinweg unterhalten. Immer zu den heißen Quellen, wo auch sonst hin. Die heiße Quelle, du bist ein Resay hier. Du hörst deine Stimme aus dem Damenbereich. Schön, dass es so warm und groß ist, aber so allein ist es irgendwie langweilig. Oh, das Echo ist toll. Glaubst du, das Personal wird wütend, wenn ich hier drin singe? Bin Justin mit Resay. Ja, genau, macht Zukunft. Meine Zukunftsträume, ich will mit dir zusammen sein und das meintest du gar nicht, dann. Großangriffe mit Resays Beteiligung fallen nun stärker aus. Du bleibst noch bis zum Abend mit Resets, also quasi die Super-Attacken. Okay, aber morgen können wir zum Krankenhaus fahren. Gut Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Persona 4 und ciao!